Und es geht wieder mal um Mäuse. Es ist zurzeit einfach das Interessanteste, was es im Internet gibt. Und ihr wisst, ich reagiere nur auf das, was mich wirklich interessiert. Auch wenn ich leider Gottes sagen muss, dass die Videos alle gelb geschaltet werden. Also fast alle. Das geht raus an die netter Mensch, die behaupten, er macht Mäuse-Content, um damit Geld zu verdienen. Lag du. Netter Mensch. Netter Mann. Nette Frau. Okay, genug Spaß gehabt am Anfang des Videos. Denn es ist komplett eskaliert rund um Mäuse. Es ist jenseits von Gut und Böse. Ich zeige euch erstmal, wie es überhaupt dazu kam, dass die Polizei ihn sich gepackt hat in seiner Präsidenten-Suite. Jungs, Content wird heute Maximum. Ich habe Präsi-Suite genommen. Warte, Bro. Nur euer Neid hat mich gemacht. Das war nur ein Freestyle, Bro. Nicht mal ein guter. Warte, Bro. Du hast diesen Hotel hier genannt, Alter. Es gab nichts Fetteres, Mann, es gab nichts Fetteres, Bro. Mann, Chias, wo seid ihr, Alter? Spaß, ich weiß, wo ihr seid. Wir sind einfach zu Hause, oder wie? Weil er wohnt 30.000 Zimmer überall, Alter, Bro. Eine gute Brücke, hier ist ja auch noch ein Zimmer. Musik, bisschen Großballett. Sorry. Ich hab alles versucht. Besser gibt's nicht, Digga. Mann, diese Bilder. Was haben wir hier? Mann. Wow, ich hab einen Kamin, Mann. Mann, meine Brücke sieht heute gut aus. Alter, Mann. Das ist doch meins, Bro. Mann! Gandong, geh weg von diesem Account, Alter! Das ist so eine Art Reaktion darauf, dass die Leute immer wieder behaupten, er wäre obdachlos, er hätte kein Geld, er wäre maximal abgestürzt. Wir schauen uns noch ein paar Clips an. Mann, Digga, der Typ ist einfach der zweite King hier. Es gibt nur zwei dieser Suites. Dan Four Story, Mann, einfach auch ein Killuminat. Heute wird Lahlioli Stream krank, Jung. Wir werden hier Golf spielen. Dann gibt's hier natürlich einen Weber Grill, wo wir grillen werden. Und es gibt nur zwei Präsidenten-Suites hier und diese Aussicht natürlich. Und die zweite Suite ist hier. Die Kollegen da haben mir geschrieben, ob ich nicht Bock hätte, mit denen zu grillen im Stream. So, Jungs, natürlich, nimm ein paar Weiber mit. Warum streamst du? Weil ich selber das Leben nicht mehr verstehe. Ja, dann bitte erklär das der Polizei, weil was sollen wir jetzt? Wo sind die? Ich war. Ja, weiß ich doch nicht. Tut mir ja leid, aber was sollen wir jetzt machen? Wir kriegen die ganze Zeit Bannäuse. Von wem denn? Ja, Mann, ich weiß nicht, Moment dazu sagen, wenn es jetzt nochmal vorkommt, dann müssen wir, die Reservierung stornieren. Weil das kann man leider nicht machen. Also es kann nicht sein, dass wir durch den Ausrufen werden und das mitgeteilt wird, dass der Polizeieinsatz kommt und sonst Es kommt kein Polizeieinsatz. Ja, es kommt kein Polizeieinsatz. Ich mache eine Story und in der Story sehen das 1 Million Leute. Okay. Ich frage an dich, was du akzeptierst und so verstehe ich bitte. Ich rede mit dir normal. Red mit mir auch normal, Disney. Hör auf damit nachher. Schau mal, ich komme in dieses Hotel, okay? Und nehme ein Zimmer, was 1000 Euro kostet, damit man mir nicht am Sack geht. Weil mir am Tag 5 Millionen Menschen zuschauen. Von den 5 Millionen Menschen sind 3%. Du sagst mir, Polizei ruft an und es ruft keine Polizei an, es rufen Fans an. Und ihr, es ist nicht meine Schuld, ich verstehe dich. Ja, ist aber auch nicht meine Schuld. Ich weiß, aber ich kann nicht mehr so. Er sagt also, es kommt kein Polizeieinsatz. Die Hotelfachfrau an der Rezeption fragt ihn, warum streamst du dann, wenn du doch weißt, die Leute sehen, wo du dich aufhältst und machen so etwas. Und das ist halt so eine Zwickmühle, in der er sich befindet. Er verdient ja durch dieses Streaming Geld. Mit diesem Geld kann er sich diese Suites etc. leisten und auch dieses keinen festen Wohnort zu haben. Deswegen ein wenig kurios von der Frau, so etwas zu sagen. Man könnte aber zumindest versuchen, so, keine Ahnung, irgendwie alles zu verdecken. Aber es geht weiter. So, die Jungs mit dem Fleisch sind da. Bruder, halt mal kurz, ich muss wegen Polizei klären. Wenn Polizei kommt, könnt ihr die einfach in mein Zimmer hochschicken. So, what you? Die mehr hoch? Ja, das wäre besser. Schauen wir mal. Die wollen mich fragen, also meine Fans haben angerufen und gesagt, ich habe wohl gefährliche Sachen dabei. Testet den. Jetzt haben Fans, die mich nicht kennen, in ein Hotel, wo ich Präsidentssuite gebucht habe, mich abfacken wollen, damit ich nicht chillen kann. Und jetzt werde ich den Polizisten sagen, meine Zigaretten sind gedreht mit Tabak. Ich rauche mit Tabak gedrehte Zigaretten. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich, ich rauche Tabakzigaretten und die sehen ja gleich aus vom Papier her. Ich weiß genau, ihr seid die nettesten, die es je gab in einem Hotel. Darum bin ich sehr traurig, dass die hier versuchen, Probleme zu machen, weil ich würde gerne hier leben.
Ja, ich habe ja noch nie was Falsches gemacht. Und jetzt kommen Bullen tatsächlich, während Menschen sterben, der soll in meine Präsidenten-Suite hochkommen und dann zeige ich ihm, ob das Tabak war. Verstehst du das? Und glaubt mir, es wurde noch ganz, ganz wild in seiner Präsidenten-Suite. Aber bevor wir darauf eingehen, nochmal ein wenig tiefer ins Detail wegen seinem Talk mit der Rezeption des Hotels. Meine Ex ist mir fremdgegangen, meine Kinder wurden weggenommen. Ich will einfach nur chillen Musik machen, okay? Ihr habt Anrufe angenommen von Leuten, die mir vielleicht drohen wollen. Und ihr habt bestätigt, dass ich in Villach bin. Und jetzt sind diese Menschen wirklich sicher, dass ich hier bin. Und ich habe jetzt schon alle möglichen... Moment, hör mir kurz zu. Jetzt kommt der Hase. Du darfst niemals als Hotelrezeptionistin überhaupt Auskunft über dich geben. Das ist klar, das haben ja. Wir jetzt nicht. Und jetzt wissen aber alle, dass in Boca Hotel ich bin. Also das habe ich, also wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass sie hier sind. Das haben wir auf gar keinen Fall. Also dieses Mädchen ist auf meiner Aufnahme. Und dieses Mädchen hat den Leuten am Telefon bestätigt, dass ich hier lebe. Erstens. Zweitens, hör mir zu. Hier ist ein ganz normaler Musiker. Er kommt hier rein. Jeder Musiker hat ein bisschen Reichweite. Wenn die jetzt Anrufe kriegen, weil der Musiker wacht auf und sagt, schönes Zimmer. Ich darf das sagen. Die googeln diese Wände in KI und wollen mich dann abfacken. Verstehst du? Und wenn man mir als Hotel dann sagt, obwohl ich extra, damit ich euch nicht am Sack gehe. Ich will, das ist meine Art, Respekt euch zu zeigen. Ich brauche dieses Zimmer nicht. Aber ich habe nur Ruhe in dem größten Zimmer. Ich nehme das, schau. Und ihr sagt mir, dass ihr die Anrufe nicht verkraftet. Wenn ihr so nicht reden könnt, dann ruft mir Managerin, Abla. Es geht nicht darum, ihr könnt mir sowas nicht sagen, ihr gebt mir das Gefühl, dass ich der größte Nuttensohn bin damit. Das wollen wir jetzt. Wie kannst du mich aus dem Hotel rauswerfen, weil jemand anruft? Nein, also ich sowieso überhaupt nicht, ja? Wie sowieso nicht? Ich denke mal, es ging einfach nur darum, dass man. Also ich kann die Anrufe doch. Der erste Anruf, den ich bekommen habe, der war irgendwas mit Polizei. Da haben wir nicht bestätigt, dass sie jetzt hier sind oder sowas, das ist uns klar. Weiß aber irgendwie jeder, weiß jeder schon. Ja. Das ist klar. Und ich wollte nicht, dass man das weiß. Sie jetzt ihre Anonymität, genau. Die ist nicht da. Das war's. Ich bin jetzt ein Zirkusaffe. Aber ich kann versprechen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, dass sie hier sind oder so. Also ich habe zum Beispiel das Telefon angenommen und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, keiner hat gesagt, dass sie hier sind. Bro, die irgendwelche Großfamilien Araber haben euch angerufen und wollten wissen, ob ich in dem Hotel bin und haben euch verarscht, Mann. Bist du überhaupt geistig beim Clan? Und dann aus Angst von dem sagt ihr mir, ja, wenn das so weitergeht, werft ihr dich raus. Ach so, wenn jeder Star hier kommt, werft ihr den raus, weil er bekannt ist? Aber was kann ich für eure Anrufe? Ich bin euer Kunde. Ich nehme extra, damit ich respektvoll komme, das teuerste Zimmermann. Es ging eigentlich darum, dass der Herr... Ist das, weil ich Ausländer bin oder habt ihr mit irgendwelchen Illuminaten zu tun? Ausländer. Ja, okay, wer steuert euch dann? Weil bei einem anderen Kunden hättet ihr das nicht getan. Na, uns steuert ihr hättet es bei keinem Präsidenten-Suite-Typen jemals getan. Ihr hättet ihn angerufen. Nein! Ihr hättet ihn angerufen und gesagt, jemand ruft sie an und in ihren Namen, wir haben aber nichts über sie gesagt, das ist Professionalität. Und wenn ihr das nicht kennt, ruft den Hotelmanager an. Weißt du, was ich machen werde, Abla? Das Zimmer kostet 1000 Euro. Ich habe meinen halben Tag wegen euch verschissen. Soll ich Schadensersatz und alles Mögliche? Soll ich auf die Schiene, Bro? Soll ich wie ihr? Mir ist alles... Mehr ist aber es schon. Nicht gesagt, dass sie in dem Hotel sind oder sonstiges. Ich habe meinen halben Tag verschissen. Ich wollte da drin chillen. Man nimmt sich so ein Zimmer, um zu chillen. Wie soll ich da chillen, wenn ihr mir sagt, du fliegst jetzt gleich raus? Was redest du, Alter? Ihr habt jetzt gecheckt, was Leute in Kommentaren schreiben und habt gesehen, was mit euch abgehen wird. Und bei Gott doch, guck mal rein in Kommentare, wann man über das Hotel redet. Ich habe nicht mal das Hotel erwähnt. Aber ich meine, genau. Aber ich habe es noch nicht erwähnt. Ich habe nur gesagt, die wollen mich rausschmeißen. Und jetzt schon, die Reaktionen gegen euch sind sehr süß. Und ich zeige euch, wie viele Ein-Stern-Bewertungen ich in einer Nacht schaffe. Ja, aber das wenn ist mir, das muss ja nicht sein. Ja, aber ich muss auch nicht aufs Zimmer fliegen, weil ein Fremder anruft. Nein, müssen Sie ja nicht. Ja, es geht ja nicht darum. Es geht ja darum, dass aber mir wurde das gesagt vor halbe Stunde. Ihre Sicherheit irgendwo auch geschützt wird. Das will ich doch. Ja, eben. Das und warum interessiert es euch, was ich im Zimmer mache? Ist das sowieso wurscht. Ja, dann erwähnt es mir nicht, Digga. Ich komme hier einfach so, vielleicht knall ich 10 Weiber. Mir ist das egal. Dann ist das gut. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, wie kann er sich so eine Suite leisten? Naja, er hat ja erwähnt, er hat einen Casino-Deal bekommen von Steak oder wie auch immer die heißen. Also jetzt nicht dieses Ding, was man essen kann, was ich jetzt sehr, sehr gerne essen würde, weil ich befinde mich jetzt seit 2 Tagen auf Diät. Nein, ich rede von diesem Casino-Anbieter-Plattform, wie auch immer. Und die Summe, die er da erhält, ist schmackhaft. Mal Steak essen, weil wir Casino-Deal bekommen haben. Das ist sehr krass, Jungs, Alter.
Ich habe das Ziel viel schneller erreicht, als ich dachte. Ich wusste nicht, dass ich diesen Deal so schnell kriege in 8 Tagen und um gewünschte Summe. Genau so, Alter, übertroffen, was ich wollte. Was willst du mehr? Und mein Deal sagt, dass ich 5k ich muss dir verspielen, also was heißt verspielen, sondern einsetzen. 5000 Euro muss ich 3-mal einsetzen. Okay, der Steak Deal, der wollte jetzt wissen, wie viel sie mir zahlen. So um die 200 bis 250k. Ja. Damit ich Lahlulis rauche und dabei Casino laufe und ein bisschen so dann Geld verschenke von dem, was ich gewinne, was ich mache. Was? Und es wird ihm einfach nicht gegönnt. Denn die Leute da draußen können sich nicht kontrollieren. Und es ist schwer, sich zu kontrollieren. So, kommen wir jetzt aber endlich zum Polizeieinsatz. Denn dieser wurde live mitgefilmt. Wie wir wissen, er saß da in seiner Präsidenten-Suite. Irgendwie 2 andere Leute waren noch bei ihm drüben. Die haben Steak gegrillt. Passend zu seinem Deal bei Steak. Haben schön gegessen, schön gequatscht. Ich habe jetzt einfach mal 2 Stunden und 20 Minuten des Streams übersprungen, weil mich nur dieser Polizeieinsatz interessiert. Und hört ganz genau hin, was er mit den Polizisten bespricht. Und weswegen es überhaupt diesen Polizeieinsatz gab. Sorry, kannst du mir den letzten Lachlöle geben? Bitte schön. Dankeschön, mein Bro. Digga, es sind fast 900 Biss. Es hat geklopft. Es hat laut geklopft. Wie vor? Erinnert euch zurück, was er der Frau an der Rezeption gesagt hat. Nein, das sind Zigaretten mit Tabak drin. Selbstgedrehte. Da ist kein Weed drin. Er nimmt sein Lahluli, wo Weed drin ist. Es klopft an der Tür. Die wissen irgendwo schon, dass es die Polizei sein könnte. Nach all dem, was über den Tag hinweg passiert ist, geht seinem Schatten nachzuurteilen Richtung Terrasse, entsorgt diesen Lahluli und geht und macht jetzt die Tür auf. Schnell, geh her. Werf schnell weg, dein Lachluli. Hallo. Ja, was macht man? Sind nur Sie 2 da, ist noch wer da? Ja, ist richtig. Bitte? Ist richtig, ja. Genau, wir 2 alle. Hast du gesagt, sind nur Sie 2 da, oder ist noch wer da? Nein, ist richtig. Ja, 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 ist richtig, nur wir 2. Was denn? Was passiert das? Moment, Sperrmann. Moment. Wie lange bleiben Sie noch in Villach? Ich warte auf meinen Pass, den ich als verloren gemeldet habe. Und bis dahin suche ich eine Wohnung hier. In Villach? Ja. Ich komme aus Österreich, aus Klagenfurt. Ja, und dann haben wir gefragt, wie lange Sie in Villach bleiben. Ich weiß nicht, ob es Villach, Klagenfurt, was es wird. Ich suche halt etwas, wo ich von dem in Ruhe gelassen werden könnte, währenddem ich mein Steak brate. Verstehe, ja? Ja. Und darf ich recht das nervig Villach? Anscheinend, ne? Ist sehr nervig, ja. Und ich habe nichts gemacht, außer dass meine Musik oder was ich tue beim Steakessen, Geld verdienen, erfolgreich ist. Und Leute mögen das nicht, dass ich hier drin stehe. Das, ja, ist das Problem sind allein immer die Hotels, glaube ich, weil die Leute kriegen immer raus, wo das ist. Ja, aber was darf ich nicht aufwachen und sagen, das Zimmer ist schön? Natürlich. Warum natürlich passiert das jedes Mal? Sie kennen ja nichts dafür, dass das passiert. Ja. Ja, Asan, auf haben Sie Telefonnummer für uns? Ja, ich gebe Ihnen. Ja. Ja, dann können wir damit das nächste Mal, wenn so ein Einsatz ausgelöst wird, eventuell Kontakt aufnehmen. Dann ist das Ganze ein bisschen wäre, ruhiger. Das wäre schön. Ja. Es tut mir leid, dass das auch passiert. Ich habe der Rezeption 100-mal gesagt, die sollen das verhindern und selber auch Polizei eingerufen. Aber ich brauche keine Ahnung. Die Rezeption hat ja nichts damit zu tun, nicht? Ja.
Ja, aber haben Sie Nummern von denen, die das angerufen haben? Ja, das ist das Problem. Daran sollten wir vielleicht arbeiten. Und dann haben wir ja die Schuldigen. Die Anrufe kommen aus Österreich, da fängt es schon mal an. Die kommen aus Deutschland und E-Mails kommen mit Ihrem Namen. Also E-Mail kommen mit Ihrem Namen, dass Sie gerade umgebracht haben. Kann ich Daten von jemandem haben, der sowas auslöst, um das anzuzeigen? Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es kam eine E-Mail unter seinem Namen, dass er wohl jemanden umgebracht haben soll. Genau, wenn ich jemanden umbringe, denke ich mir auch als allererstes, ey, ich schreibe der Polizei jetzt mal eine E-Mail. Ah, ja, egal. Egal. Das ist das Problem. Ja, also, die geben sich aus mit ihrem Namen. Das würde auch das Problem lösen. Weißt du so, weil ich weiß nicht, wer das macht. Wie kann ich da hat jemand eine E-Mail-Adresse mit ihrem Namen gemacht und schreibt eine E-Mail, dass er gerade jemanden umgebracht hat. Ne? Es ist nicht ich. Es ist was. Ja, ist aber wir müssen es trotzdem kontrollieren, deswegen. Was haben Sie geschrieben? Was haben Sie gesagt? Dass Sie gerade eine Frau erstochen haben. Dass ich eine Frau erstochen habe. Ja. So quasi und... Es tut ihnen leid, aber sie können es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Was? Sie wollen nicht ins Gefängnis. Und nein. Allein schon, dass die wissen, zu welcher Polizei sie das schicken müssen und so. Das, ist ja. Das sind kranke Menschen. Das dürfen nicht die Hölzner sein, weil das die Freundin nicht mit sein kann, wissen wir ja alle. Das ist, Bro, Alter, das ist eine kranke Welt, Wallah. Das ist eine abgefuckte Welt, Bro. In der wir leben, Wallah. Es tut mir leid, dass ihr das erfahren habt, aber ja. Schau, wir sind seit 3 Stunden am einfach hier Steak essen. Das war's wirklich. Mehr nicht, wirklich. Das war der Zufall, dass wir Steak. Es ist auch gut, dass zum Glück die 2 da waren. Das sind einfach Fremde, die auch diese Präsidenten-Suite hier hatten. Und die meinten so, wir wollen braten, weil wir haben eine Story gesehen, du bist da, wollen wir zu dir. Und ich kenne die eigentlich gar nicht. Ich habe die einfach aus Nettigkeit eingeladen. Verstehst du? Sie sind alleine da. Ja, verstehst du so? Und ich bin hier in dieser Suite, weil ich einfach allein sein wollte, unabgefuckt von sowas. Und ich weiß nicht, woher sowas kommt, aber mich suchen irgendwie im Internet sehr viele Leute am Tag. Und das löst sowas aus. Ja. Und ich dachte, in Österreich bin ich in meiner Heimat, mäßig. Aber es ist genau so eine Scheiße. In Italien war so, in Spanien war so, in Frankreich ist so. Dann erzählen sie in den Zeitungen, dass ich sowas wohl getan hätte und deswegen war Polizei da. Das ist das Krasse, Bro. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind und was ich getan habe. Aber ich weiß, ich habe ein Casino-Deal um 250 Millionen Euro. Heute bekommen. Gratuliere. Dankeschön. Was? Gratuliere. Okay. Oder ich stehe mir vor, ich bin einer dieser Polizisten. Wie unangenehm. Ach, Bruder. Und dann dieser hämische Lache von ihm. Dieses, ich stehe über alles und jedem. Aber ich kann sie nur nehmen. Es ist Comedy Gold, wa? Ich schwöre es euch. Wie kann man sowas nicht unterhaltsam finden? Hey, okay. Was? Okay. Dann ist Dankeschön. Er nicht, gell? Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Schönen Abend. Sagen Sie bitte dem Hotel auch, dass ich nichts damit zu tun habe. Hier, von Böhm hat nichts Bescheid. Okay, Dankeschön. Danke auch dir, Bro, so sehr nett. Du bist dein Herzblatt. Schon mal von mir. Aber dann hier hat es ja kurz gemacht. Also, irgendwas sowieso gut. Kennst du Dix? Das Gesetz der Rache. Musste ihn jemand verteidigen, Mann. Nichts, Bruder, komm zu 30. wenn du willst. Voilà. Bro, hör auf, Alter. Okay. Weißt du, wer ich bin, Digga? Die waren korrekt, die Bro. Die haben schon gecheckt, das System. Das sind trotzdem sehr korrekte Leute gewesen, die haben sich wirklich sehr dementsprechend gut verfolgt. Ja, Mann, Alter. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Jetzt wolltet ihr mal Realness auf den Eis stellen, ne? Ich küsse dein Herz, Bro, Alter. Beruhig dich. Junge, weißt du, wer Robert De Niro ist, du Nuttensohn? Bro, hast du gehört, wie Bulle zu mir meinte? Gratuliere. Denkst du, du kannst mich... Netter Mensch. Weißt du, wer ich bin, Bro? Du willst wissen, ob ich krasse Streams auf Kick zeige? Bro, wir sind Baller. Wir sind Baller-Mechanismen, Bro. Das Heftige dabei ist einfach, der Typ, der dem Mois eigentlich damit schaden wollte, hat genau das Gegenteil bewirkt. Es wird wieder so viel Aufmerksamkeit auf diese eine Thematik gelenkt. Er wird noch mehr Deals kriegen, vielleicht noch mehr Geld verdienen. Ja. Bruder, ich bin hier in meiner Heimat, Mann. Ich bin in Österreich, Mann, Alter. Mann, was laberst du, Junge? Junge, Alter, Bro. 997 Baller schauen uns zu, Jungs. 997, Mann, wo ist mein Handy? Ich muss diesen... Aber Bro, das war krass gerade. Geiler Drip. So was feier ich, Digga. So was feier ich, Jungs. Nice, Alter. Aber jetzt seht ihr, wieso mein natürliches Habitat hier ist, Alter. Zügig rausgedrippt, Jungs. Kurz erklärt hier, tschüss.
Alles gut, Jungs. Aber wenn du auf Seite des Rechts bist, passiert doch nichts. Ist die Realität, Mann. Es ist nur ihr Neid, Mann. Was soll ich tun, Mann? Mann, es ist ihr Neid, Mann. Mann, Alter, ich wurde on-stream verhaftet und freigelassen, Mann. Und ich habe bewiesen, es ist nur ihr Neid, Mann. Nur ihr Neid, 1500 Zuschauer auf Kick, Bruder. Was ist das, Mann? Mann, wieder 328 Abonnenten. Nicht verhaftet. Nein, nein. Jemand hat tatsächlich angerufen bei der Polizei und Hotels und hat gesagt, ich hätte jemanden erstochen und es tut mir leid und ich weine in Livestream wegen dem und das war mit meinem Namen und ich sitze in dem und dem Hotel und das kam sehr oft aus Deutschland. Bro, Bruder, Bruder, denkt ihr könnt mich ficken, Bro? Ich bin Jason Stathams Erzeuger, Mann. Ich hab ihn rausgewichst, Bro. Was laberst du, Junge? 30 Leute waren da, sind nach Hause gegangen wie 40. Bruder, was redest du? Ich hab aus 10 von denen mehr Dribbler gemacht in diesen paar Sekunden als dein Vater, Mann. Bro, was für eine Gesellschaft, wo leben wir? Ihr ekelhaften Gandonschmann. Ich werde euch jeden Tag rauswichsen. Und je öfter ihr wollt, dass ihr mich testet, Bro, desto öfter fick ich on cam ihr Nupp. Und es wird nur zeigen, was für ein ihr seid und wer ich bin. Mann, Alter, wollen Sie mich testen, Alter? Ich hab wegen euch meinen Joint weggeschmissen, Mann. Der sowieso nur Tabak war, Mann, ihr Nuttensöhne. Mann, 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 jetzt hab ich nichts mehr. Hadid Ehrenmann, Alter. Schnell noch gerettet, der sowieso nur Tabak war. Mann, Mann, was laberst du? Mann, Hadid Ehren. Hadid Ehren, du du kleine Scharmutter, Ballett, ich wollte diesen Lahlule genießen, Mann. Einfach Polizeieinsatz von 50 SRKs, Mann, Alter. Alter Schwede, jetzt muss ich wieder eine rauchen, Alter. Erinnert ihr euch noch daran zurück, wo sowohl seine Ex Anis als auch seine Brüder behauptet haben, er würde mit allem übertreiben und das nicht nur geringfügig, sondern übertrieben übertreiben. Meine drei Polizisten waren da, er sagt 50 SEKs. Ich meine, wir haben es ja nicht gerade live gesehen, so. Hast du gesehen, wie baulich ich sie weggedrückt habe? Ich habe sie draußen schon korrekt gemacht, Mann. Die waren nicht korrekt, verstehst du? Die waren nicht korrekt, Mann. Niemand ist korrekt. Die kamen, um meine Mutter zu f***en, Mann. Weißt du, was sie mir gesagt haben als erstes? Und die haben nicht normal geklopft. Ja. Bruder, das ist der Präsident, Sweet, Mann. Er hat mir gesagt, Sie kennen den Prozess ja bestimmt schon. Bitte umdrehen und handschellen. Ich so, hey, Digga, warte mal, was laberst du, Bruder? Ich hab... Junge! Und dann erst. Ey, diese armen beiden, die tun mir so leid. Guckt euch mal den Blick von denen an. Ich meine, das sagt doch schon alles aus. Dann mit Zeit. Ich schwöre bei Koran, Bruder, die wollten meine Mutter f***en, Alter. Kleine Alter. Oh, vielleicht haben sie noch ein bisschen Mensch in sich gehabt und haben gecheckt. Die haben gecheckt, dass sie gef***t sind und ich gesagt habe, dass der Stream läuft. Das ist das Einzige, Bro. Kein Menschlichkeit in sich. Nein, Mann, die kamen hier so mit solchen Eiern, jetzt seine Mutter, Bro. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich sag dir ehrlich, die kamen, der seine Mutter, Bro. Ich habe ihr gesagt, Beweisstück A, B, C, D, dein Vaters Mutter, Bruder, nicht in diesem Modus. Verstehst du? Hätten sie gemacht. Und ich habe gesagt, hier läuft alles live, Bruder, siehst du, hier ist die Kamera, Mann, sag hallo, es ist ein Prank, Mann. Beweislich 3 Stunden live, was für habe ich deine Mutter gefickt, Mann. Ich habe ganzen Tag Videos darüber gedreht, dass das am passieren ist. Ich habe Polizei angerufen, Bro, selber. Und gesagt, warum habt ihr nicht reagiert? Ich habe den gemacht. Verstehst du? Dann war ja, okay, dann nehme ich mir einen Passchen. Niemand von denen hat Menschlichkeit in sich, Bro. Wallah hat er nicht. Die sind auch abgefuckt, dass ich in dieser Switch stehe. Schwör auf Uran. Gratuliere. Gratuliere. Ich muss ganz kurz was dazu sagen. Henny, sei ihm wirklich vom ganzen Herzen gegönnt, dass er da in einer Präsidenten-Suite ist, die 600 Euro am Tag kostet, wie er selbst erzählt hat. Bruder, ich küsse dein Herz, wirklich sei dir absolut gegönnt. Wenn ich mal so gerade zurückdenke, ich war 10 Tage in der Türkei, hatte keine Präsidenten-Suite, ein mickrig kleines Zimmer eigentlich und habe für 10 Tage 5.100 noch paar Gequetschte gezahlt. Also so für pro Tag 510 Euro. Ja, wobei, man muss ja noch Flug und so abziehen. Aber auch schon schweineteuer. Alter, seit wann ist Türkei so teuer geworden? Aber unabhängig davon, Bruder, 600 Euro, ich küsse dein Herz.
Wie kann man das 1 Million Mal erwähnen? Wäre das irgend so ein Hotelzimmer, was 5000 die Nacht kostet? Was auch noch nicht mal dieser Endlevel-Shit ist. Aber da würde ich sagen, okay, stark, Bruder, stramm, du hast echt was gerissen. Aber, Bruder, mit 600 am Tag und dann auch noch mit dem Hintergrundwissen, dass das nur passiert ist, weil er ein Steak-Deal erhalten hat und jetzt schon wieder sein ganzes Geld aus dem Fenster wirft, wie auch die angeblichen 16 Millionen, die er die letzten 4 Jahre verdient hat. Ich weiß nicht, ob das richtige Verhalten ist. Ja, Bruder, glaub mir, Alter. Ich sag danke fürs gute Essen. Nicht dafür, Jungs, dankeschön, dass das Steak ausgemacht hat. Die werden überlassen und die werden noch bleiben auf 1, 2 Zigaretten, wenn da kein Problem ist. Ja, ich muss auf, morgen hilft nichts. Oder heute noch, sagen wir so, heute. Ich spreche dann mit 1 oder so, gell. Naja, das reicht. Ich hab keinen Weed mehr. Ich hab weggeschmissen. Wieso der Tabak? Ich hab weggeschmissen, Bro. Scheiße, Mann. Ich hab weggeschmissen, Jungs, Alter. Ohne Lachlöle bin ich auch nicht so aktiv, Dick. Da frage ich mich einfach, wie kann man so dumm sein, Junge? Du bist live. So, ach, keine Ahnung, Mann. Ah. Jungs, geht schlafen, Mann. Geht schlafen, alles gut, Jungs. Geht schlafen, die haben unser Weed, sagen die. Behalt, Bruder. Behalt mein Weed, bitte nähert euch niemals 200 Meter länger zu mir, Bro. Walla, ich muss Polizei einsetzen, eure Väter, meine Väter. Bro, ich kann das nicht mehr, Jungs. Jungs, reicht. Reicht, Mann. Geh nach Hause, Bro, alles gut. Geh nach Hause. Bruder, schlaf gut. Du bist dein Herz. Ja, was denn, wenn mit der Karten ausher kommt? Easy, easy. Ciao. Ciao, mein Bruder. Irgendwie tut er mir leid, wa, wenn ich den da so stehen sehe. Ja, das passiert halt, Leute, ne? Trenbolon, Testosteron, andere Substanzen, die man noch so zu sich nimmt. Also das sind nur Vermutungen von mir, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das Mitauslöser des Ganzen sind. Das ist echt ein ekliges Gefühl gerade. Ne? Ich ziehe mir das rein und er ist in der Präsidenten-Suite, frisst teuren Steak, den ich jetzt auch sehr, sehr gerne zwischen meinen Zähnen hätte. Aber er tut mir einfach nur leid. Warum habe ich dieses Gefühl? Er tut mir einfach nur leid. Trotz all dem, was er bis jetzt für Scheiße gebaut hat. So sieht es aus, wenn eine Existenz gescheitert ist. Und er ist mit Sicherheit nicht glücklich. Das kann ich euch hier hoch und heilig versprechen. Er würde alles dafür geben, um wieder zurückzukönnen in sein altes Leben. Mit seiner Frau, beziehungsweise Ex-Frau, die jetzt wohl irgendwo vielleicht neben San Diego liegt. Wobei, ich habe gehört, die liegt im Krankenhaus. Keine Ahnung. Gute Besserung an der Stelle, falls das stimmen sollte. Mit seinen Kindern im Arm. Und nichts auf dieser Welt. Selbst 50.000 Präsidentensuiten, wo sogar die Toilette vergoldet ist. Wo du einen Klodeckel hast, mit Diamantsteinen verziert. Nichts von alledem kann auch nur einen Moment, dein Kind im Arm zu nehmen, ersetzen. Ich weiß echt nicht, was gerade kranker ist. Dass er einfach einen Stream laufen hat, bei dem er nichts sagt. Oder dass ich hier sitze, mir das auch noch angucke und es interessanter finde als alles andere, was zurzeit auf der Welt passiert. Oder ihr, die euch mich anguckt, der sich diese Scheiße anguckt. Ich liebe euch doch. Ich merke, wir haben alle denselben kranken Verstand. Anstecken. Alles Bruder. Von neid zerfressenen Sinne. Schon krass, ja. Man kann halt legit nicht einfach in einem Penthouse chillen. Nicht so. Und du darfst da drin halt kein Content machen. Weil ich habe jetzt keinen Bock, fest irgendwo eine Wohnung zu kaufen, so eine Scheiße, mich zu binden.
Weil geht eh nicht, Bruder, wenn du immer größer wirst und so. Geht nicht, Mann. Aber sogar diesen Moment, wo du dein Ding machst, versuchen sie unbedingt reinzuscheißen. Jetzt habe ich diese 1000 Euro für den Tag gezahlt, okay? Was hat es gebracht, wenn ich das jetzt verschissen hätte? Klar, jetzt hat es diese 1016 Nutzer, die jetzt zuschauen, gebracht. Aber war das das wert? Er betitelt einfach diese strammen Leute, die sich extra seinetwegen Kick runtergeladen haben. Ich meine, welcher Hund holt sich Kick? Er beleidigt diese Leute als netter Mensch. Ja, genau so muss das laufen. War das das wert? War es sicher, dass das so gut läuft? Verstehst du, ich meine, sind alles Bro. Alles, die sich genau an sowas begeilen. Aber wenn du mir meine Hose runterziehst, wirst du auf jeden Fall nicht weniger Schwanz sehen, als du erwartest, Mann. Verstehst du? Die f***en sich selber, Mann. Die sollen sich weiter so ficken, Mann. Verstehst du? Mir ist das scheißegal. Die sollen ihre Mutter f***en, schreiben, was sie wollen, aber ihre Mutter ist trotzdem eine Verblöder. Ich klär Weed morgen, Bruder, chill. Peter ist so einer, der Weed anbaut, Mann. Er hat das selber gegrowt, Mann. Oh, echt? Ja, ne? Mit Herz und Liebe. Ja, ja, siehst du, ich sag dir doch. Und nur für den System kommst du. Du bist ja aus Bauernhof, ne? Wo? Aus diesen Bergen da bist du, ne? Ja, ja, ja. Na, ja. Lohnt. Deswegen bin ich auch von der Clanstadt schon weggezogen. Hat das Lauf so. Ein paar Jahre in der Stadt gewesen, aber ist auch nicht das Wahre, ne? Ich komme. Städte waren früher noch schön, ne? Balea, Bodo, geh mal nach Hause, Nachhol. Was ist los, Mann? Okay. Geh mal nach Hause, was ist los, Alter? Ja. Hadet an Dala, Balea. Genau so, so. Willst du unbedingt im Video sein, Nachhol? Geh mal nach Hause, Nachhol. Hadet an Dala, Balea. Bruder, ich krieg grad einfach so die miesesten Drachenlord-Vibes. Das ist echt nicht mehr normal. Dann warte, warte, bis ich dir jetzt für dich rufe, okay, Bruder? Okay, warte, warte, bis ich für dich, warte, bis ich dir rufe für dich. Warte. Nö. Das ist so unangenehm grad. Boah! Bruder, dasselbe mit denen machen, was die machen, Wallah. Einfach Polizei rufen, Bruder, Wallah. Was ist das nach, Alter? Kommen irgendwelche 16-jährige Gandons, die meine Sprache sprechen und wollen mir irgendeine Scheiße labern und sagen mir davor, ich will dir diese drei Krümel Weed geben. Schauen diesen Stream und gehen mir am Sack und wissen, ich streame. Wurde gerade abgefuckt von 13 Polizisten und der will mir trotzdem am Sack gehen. Du bist ein Mann? Hadet Andala, Balea, ich versuche meinen Pass hier zu holen, Bratan. Was willst du von mir, Nachhol? Balea, Bodo, Nachhol. Dann warte da, genau wo du bist, Balea. Ich bin kein Mann, ich bin nichts, Bratan. Verstehst du? Ich bin nichts, Bro. Ich bin nichts, lass mich in Ruhe, Balea. Geh nach Hause. Det andalag, Balea. Ich will dir keine Probleme machen, Bratan. Auf, Bratan. Geh nach Hause, sei guter Junge. Ich hab nichts gegen dich, ich weiß nicht mal, wie du aussiehst, Bro. Geh nach Hause, mach dein Ding, Wallah. Verfickte 2 Uhr, Bratan, gleich. Tawijan, Nachhol. Was ist los, Alter? Jeder Pideras versucht hier irgendwas zu machen, Nachhol. Gandons, Balet. Was ist das, Nachhol, Alter? Okay, Jungs, Alter. Starker Kickstream. Jalla, ich hab keinen Bock auf die schwule Scheiße mit euch jetzt hier. Dankeschön für Zuschauen. Er hat noch vergessen, am Ende was hinzuzufügen. Ihr netter Mensch. Ach, ist das geil, Junge. Ist das geil. Ich will euch ganz kurz auch nochmal den Anfang des Streams zeigen. Ich fand den auch so unterhaltsam. Das ist Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen, sein Vater, Hühnchen. Mariniert auch, Digga. Ja, ich hab mir gedacht, lieber mariniert, weil mit was soll man es marinieren? Das ist der einzige. Außer Hass von Menschen, Digga. Ja. Mehr kann man hier echt nicht tun. Genau. Ein bisschen Gewürz haben wir wohl mit, aber ich glaube, wir werden den Abend schon nicht wieder retten. Man, ah, jetzt sind wir live. Die Ziege ist da. Guten Morgen. Guten Morgen, Jungs. Jungs. So, jetzt müssen wir nochmal zahlen. Die zwei Bras sind hier von dem Nebenpräsident Sweet, die wollten eigentlich allein grillen. Und Chefkoch. Jetzt haben wir gedacht, wir grillen zusammen. Die haben mich angeschrieben, meinten, Digga, du bist doch im Nebenzimmer, sollen zusammen grillen. Dankeschön. Okay. So, danke für das Fleisch, Jungs, Alter. Easy. Wir haben hier genug Fleisch, ein Weber-Grill. Bruder, sehr gutes Fleisch, Mann. Gutes Fleisch heute bekommen, Jungs. Alles klar. Nach Luligans, die sind schon langsam hier. Die sehen alle so aus, die sind im Präsidenten-Suites, Mann. Die sind nicht 12. 12-Jährige hören Farid. Auf jeden Fall. Auf Flasche Farid. Eine Sache war mir sehr wichtig, Leute. Viele sagen, dass ich Frauenschläger bin. Das stimmt nicht. Ich bin nur ein Golfschläger, Mann. Ich bin Golfschläger, genau, Mann.
passend zum Outfit, Bro. So, auf Sherlock Holmes, ich bin Golfschläger, kein Frauenschläger. Ich bin Tiger Woods Jackson Jr., Mann. Bro, habt ihr das jetzt verstanden? Ich glaube, ihr habt das jetzt verstanden, ne? Ich mache jetzt mal eine Instagram-Story. Ne, wenn es eine Gandon-Party wäre, wären wir bei dir, Bro. Wir sind ja bei uns. Das ist eine Gandons-Ficken-Party. Wir sind sexuell gesehen, machen uns Gandons geil. Also das ist das. Ich bin sexuell gesehen jetzt, ich stehe nicht auf Frauen und Männer und so. Ich stehe auf Gandons. Das macht mich richtig geil und so. Ich werde feucht, Bro. Weißt du, ich meine, ich brauche Gandons, Bro. Ich brauche ein Gandon zum Überleben, Mann. Schade, gib mir ein Gandon, ja? Okay, ich glaube, das reicht für heute. Aber ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist Unterhaltung pur. Es trifft genau meinen Nerv. So diesen Nerv. Ihr seht so diese Ader, die fast am Platzen ist. Geil, geil, geil. So viel zum heutigen Video. Ihr habt's gesehen. Ihr könnt ihn nicht unterkriegen. Mois wird immer da sein. Und euch nachts in euren Träumen heimsuchen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich hoffe, euren Familien geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao!